Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe im Barbar gelevelt heute noch, vorher, so ungefähr 50 Minuten und bin jetzt ganz knapp vor Level 53. Und ich zeige dann euch im nächsten Part am Anfang, wie ich 53 werde und dann wieder, wie ich 54 werde und so weiter. Da das Leveln vor allem bei den Wüstenfels-Golems recht öde ist und ich immer nur weiße Items finde, machen wir ja hier, wie gesagt, mit dem Schützen weiter. Ich habe übrigens noch einen Nahkämpfer gemacht, der Drago Basler LP heißt. Und ja, den werde ich dann machen, sobald ich den Schützen eigentlich fertig gelevelt habe. Aber das gilt ja noch einige Zeit, einfach mal den Namen reserviert. Und damit die Faker auch nicht meinen Namen dann klauen oder so. Weil es gibt noch viele Möglichkeiten, wie ich mich nennen soll. Und fände es nicht gut, wenn ich jemand antreffe, der dann gleich wie ich heiße oder so. Dann reserviere ich mal das zur Sicherheit. Und ja. Jetzt haben wir einen Magnanit gefunden. Den Magnanit haben wir zum ersten Mal. Also machen wir das auf die 5. So, und jetzt müssen wir Hyänen suchen. Da ist eine Hyäne. Ja. Ist es? Ja. Hyänenjunges. So. Ich hoffe, es geht relativ schnell bis Level 30. Ich bin es gar nicht mehr so. Ich habe es gar nicht mal so in Erinnerung, wie lange das geht. Aber ich denke, ja, mehr als 20 Parts werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Aber dafür zeige ich ja auch fast alles. Wenn ich mal level, dann per Reichsquest. Wenn mal wirklich nötig ist, wenn wir gar keine Quest mehr haben. Sonst, ja, zeige ich es. Bis Level 30 mindestens, wie ich mit dem Gegner kloppe. Ab dann weiß ich nicht, wie es halt mir und euch so Spaß macht, währenddessen irgendwas zu reden. Und sobald eigentlich der Livestream auch in Deutschland klappt, also dass ihr, wenn ihr aus Deutschland oder außerhalb kommt, irgendwo nicht aus der Schweiz kommt, auch anschauen könnt, dann werde ich das natürlich in einem Livestream machen, das Leveln. Nur das Monster kloppen. Und dann können wir uns auch mal treffen zu einer Reichsschlacht oder so. Ja, dann haben wir auch Gegner, weil die Gegner sehen dann, ah, der Drago nimmt auf, es werden wahrscheinlich viele Igen kommen. Dann könnt ihr entgegenwirken mit den Asen und den Syrten. Da gibt es große Schlachten. Freue ich mich schon drauf, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Weil, ja, eben nicht alles klappt im Livestream und bei Twitch alles so ein bisschen. Mir missfällt schon fast, weil es halt ja schlechte Aufnahmeprogramme gibt, die nur kostenlos sind. Und für einen Livestream pro Monat will ich kein Programm, das kostet, herunterladen. Und die sind nämlich recht teuer. Alles ist so richtig als auf Abzocke visiert. Finde ich schade. Da haben wir noch eine Quest zum Abgeben. Ja, aber freue mich, dass ich wieder Motivation habe. Freue mich, dass auch andere Motivation wieder haben zu schauen. Und jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit dem Schützen. Aber eben die Level zeige ich. Und sobald ich Level 60 bin, zeige ich natürlich die Reichsschlachten auch wieder mit dem Baba. Eventuell mit dem Schützen dann früher, mit Level 50 schon oder so. Und ja, mal schauen. Es kann eigentlich nur besser gehen, eventuell. Vielleicht wird Ihr Interesse wieder dann sinken, aber ich finde es einfach toll, dass ich momentan auch der einzige Let's Player bin und dass die Leute auch Bock haben, mich zu schauen. Weil in anderen Games würde wahrscheinlich gar niemand zuschauen, weil die Interesse auch nicht mehr da ist. Bei Regnum ist die Interesse noch da, aber meistens das selber zocken ein bisschen öde oder so. Dann schauen auch lieber die Leute bei YouTube mit. Und das dürft ihr natürlich auch. Ich bin ein
offener YouTuber, ihr dürft mir auch Sachen wünschen, ihr dürft mich treffen. Wenn ihr mal zusammen mit mir irgendwas unternehmen wollt, dann trefft mich mit mir, sagt es Bescheid, in-game, wenn ihr bei den Inken seid, oder out-game bei Skype, bei YouTube und so weiter. Und dann dürft ihr gerne mich treffen, also die Söten können auch mal irgendwo treffen, vielleicht im Sumpf oder sonst irgendwo. Und dann können wir ein bisschen herumkämpfen oder ja, per Facebook oder Skype quasi nebenbei. Das dürft ihr. Also ihr dürft mich Sachen fragen, die vielleicht ein bisschen peinlich sind oder sonstig so. Ich bin nie einer, der, wenn es peinlich ist, jemand auslacht. Und das dürft ihr. Also ich bin sehr interaktiv. Ihr dürft mit mir reden. Ihr dürft mit mir ja, allerhand Sachen machen. Und wenn ihr Kürbs braucht oder andere Sachen, ich kann mich auch killen lassen, wenn ihr bei den Söten oder Eisen seid. Und ja, wenn ihr bei den Inken seid, dürft ihr mir Gegenstände schenken oder verkaufen. Ich kann Gegenstände verschenken oder verkaufen. Oder eben, ich kann bei Schlachten mitmachen. Wenn ihr also mal plant, irgendwann am Abend Schlachten machen, schickt mir eine Mail, also schickt mir eine PN. Und dann, ja, komme ich. Ihr dürft mir also holen. Und ja, gemeinsam machen wir Ignis auch wieder zu einem tollen Reich, was nicht gleich immer in der Unterzahl ist oder involviert wird und alles Mögliche. Und ihr dürft gerne bei Ignis anfangen oder neu anfangen und dann mehr zocken. Ihr dürft bei den Parts mitmachen, ihr dürft überall mitmachen. Und es würde mich auch sehr freuen, natürlich. So. Und dann habe ich ja noch andere Let's Play-Projekte von anderen Spielen. Wenn ihr dort irgendwas wünschen wollt oder mitmachen wollt, wenn ihr überhaupt ein Spiel vorschlagen wollt, dann dürft ihr das mir in die Kommentare schreiben oder per PN. Und ja, dürft mir so ein bisschen den Weg weisen, was ich genau machen soll, wie ich es machen soll. Ja, würde mich freuen, wenn da ein bisschen mehr kommen könnte. Sonst macht es auch nichts. Ihr dürft auch nur zuschauen natürlich. Aber ihr dürft natürlich auch sehr gut mitwirken. Ich mag Pferde nicht, die passen nicht durch die Tür. Mal reparieren. So, nächste Quest annehmen. Und das ist geht in Richtung Umgebung. Umgebung ist wahrscheinlich hier unten im Tal. Kann man kurz auf der Map schauen? Ja, nein, oben. Das ist die Umgebung, oben dran. Okay. Starke Umgebung wäre unten. So, wer port? Das ist die beste Frage. Mit einem Fragezeichen sogar. Und groß geschrieben. Perfekte Frage. Da bekommt man sofort eine Antwort und die heißt Nein. Tipptopp. So, wo ist der Geist? Da unten ist irgendwo der Geist. Ja, da ist sie. Oh, sieht die so der Ephorias-Kessel, circa Robert von den Häusern. So, gebt Seele an Abdo. Und Abdo ist da unten. Hinter diesem Piratenzeug. Also eventuell werden jetzt täglich wieder eine Folge kommen, aber eventuell habe ich wirklich mal keinen Bock. Dann kommt halt ein Part pro zwei Tage. Und ja, wenn ihr mehr wollt, schreibt es in die Kommentare oder kommt mir online ein bisschen helfen, dann habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Motivation wieder. Und wenn nicht, ja, es kann wirklich sein, dass mal zwei Tage nichts kommt. Oder andere Parts dafür mehr kommt, dann tut es mir leid. Dürft ihr gerne fragen, wieso kein Paar kommt. Dann kann ich euch die Antwort geben. Sonst ja, müsst ihr leider gedulden. So, also momentan macht es mit dem neuen Charakter natürlich wieder tausendmal mehr Spaß als mit dem alten Charakter. Nur öde Level. Weil Regnum bietet nicht mehr.
Was kann ich machen? Ja, wir sind immer in Unterzahl. Ich bin Kanonenfutter, werde immer zuerst angegriffen. Da kann ich leider nicht momentan Reichsschlachten zeigen, weil wir immer in Unterzahl sind. Das ist ein bisschen schade. Kommt jetzt eigentlich die Quest? Ja, mit dem Lich-Burukan steht hier oben. Ich hoffe, die schaffen wir. Wir sind Level 6. Was ist der? Level 5? Keine Ahnung. Sonst müssen wir noch ein bisschen leveln. Wir haben nämlich gerade keine Quest hier scheinbar. Kurz schauen. Nein, gerade hier nicht. Vielleicht im zweiten Dorf weitermachen dann. Und ist das jetzt unten? Nein, es ist im Home. Hab schon gedacht, wir sind hier falsch und müssen unten hingehen, aber genau. Tötet eine Burukan-Leiche. Die ist ganz hinten. Öde laufen. Alus Captain Herbbrücke. Jetzt müssen wir alle Angst haben. Was machen die da unten? Sylten abfangen? Scheinbar schon. Als Schütze kann man dann viel besser aufnehmen. Also da werde ich wahrscheinlich nicht zuerst fokussiert, hoffentlich. Und so weit weg, dass man mich eigentlich nicht so gut sieht. Weil, ja, sonst muss ich wieder wirklich den Ritter machen und der ist so richtig öde zum Leveln. Okay, das wird schwer. Schaffen wir das? Ja, also er hat wenig Leben für einen Boss. Gut. Nochmals ein Schlag. Ja, toll. Kommst du denn eine Zeit lang nicht und dann heißt es ausgewichen. Er wird es nicht mal einsetzen. Tschüss. Geschafft. Auch geschafft. Den machen wir wieder nach hinten. Jetzt haben wir hier Anhänger, Armschienen für Magier Level 7. Brauchen wir sehr gerne und sehr wichtig. Zum Verkaufen. Mehr nicht. So. Also, dann gehen wir wieder ins erste Dorf. Quest abgeben, dann ins zweite Dorf eventuell. Und dann sind wir bald Schütze. Ah, freue ich mich. Und falls jetzt wirklich der Schütze nichts bringt in der Schlacht, müssen wir wahrscheinlich den Jäger machen und dann einfach scouten. Ich könnte dann unsichtbar machen und dann bei den Schlachten dabei sein, aber den hochzukommen, bekommen, da brauche ich wahrscheinlich Hilfe von euch, wenn ihr ja, wollt oder mitmachen wollt. Den hochzuleveln wird wahrscheinlich alleine zu schwer. Und eben, ich kann alle 6 Charaktere, ich kann sogar 2 Barbaren oder 2 Schützen machen. Aber alles so mit der Community ist natürlich viel besser und entspannter. Da dürft ihr gerne dabei sein. Kein Problem. So, jetzt haben wir fast Level 8. Nein, 7. Okay. Hier haben wir aber gerade keine Quest. Gehen wir ins zweite Dorf. So. Der Failhelm, der ist wahrscheinlich besser. Ja. Gut. Alcius hat das Ephorias-Kessel eingenommen. Wieder. Aha. Jetzt möchte ich aber kurz, bevor wir hier rechts gehen, noch links gehen, um ein paar Magneten aufzusammeln. Die sind meistens hier oben noch ein paar. Damit wir ein bisschen Geld verdienen. Wir haben schon 11.000, aber trotzdem möchte ich noch ein bisschen Geld verdienen. Hier können wir zum Beispiel den Schatz nehmen, der hier herumlungert. Mit im Weg, weil wer schmeißt die Schätze einfach auf den Weg? Das geht mal gar nicht. Und wer tut immer die Monster irgendwo, wo man nicht herankommt, hinschmeißen? So eine Frechheit. Ey. Blödes Spawn-System von diesen Sachen. Hier haben wir zum Beispiel mal ein Gestein. Gut. Schon dann wieder ein Magnet. Komm. Wieder ein Magnet. Komm. Nein, Face. Oh. Tja. So, jetzt schauen wir hier. Hier haben wir alles violette Gegner noch. Die sind ungefähr 4 Level höher oder so.
Da haben wir Orange und rote Gegner. Da ist ein Magnetstück. Sehr gut, jetzt schauen wir mal noch hinter die Ruine. Da haben wir rechts einen Magnetstein. Gestein. Fels. Dort ist auch einer. Okay, momentan schaut wahrscheinlich niemand nach Magneten. Gut für uns. Nochmals ein Magnet. Jetzt haben wir drei Magneten, stimmt's? Ja. Im ersten Part haben wir noch keinen gefunden vom Schützen. Und im zweiten, also in diesem Part, haben wir die drei gefunden. Gut. Geht auf. So. Jetzt gehen wir hier über den Berg. Bisschen abkürzen. Wow, südlich hat das Hammer vorangenommen. Jetzt sind wir so extrem im Bedrängnis. Hier haben wir schon wieder einen. Braugosyrten. Ihr seid total überlegen, könnt aber lange nichts von uns einnehmen. Euch fehlt noch einen Stern von uns und den beschützen wir ganz gut. Also, jetzt haben wir 4 Magneten. Noch 152 Goldmünzen. Schön, dass wir jetzt so viel finden in diesen Gesteinen. Es lohnt sich auch mehr wieder ein bisschen, sie zu suchen. Und jetzt gehen wir hier die Brücke runter. Schauen aber noch kurz hier ein bisschen um. Ja, da hatten wir noch einen Schatz. Und ein riesiges schwarzes Ding, der die Stift flimmert. Riesiger schwarzer Käfer. Ja, hier ist nichts mehr, oder? Nö. Gut, jetzt gehen wir runter. Nehmen die Quests im zweiten Dorf an. Und gehen dann nachher nochmals ins erste Dorf, schauen, ob es neue Quests gibt. Aber scheinbar nicht. So. Ja, toll, dass ich wieder Motivation habe. Toll, dass ihr wieder zuschauen dürft. Und eben, jetzt ist die Motivation von mir auch selber wieder besser da. Und wir können wieder weitermachen. Sicher mal bis Part 200 werde ich es noch durchziehen. Dann mal schauen, wie viele noch zuschauen. Und je mehr mitmachen, desto mehr Parts gibt es dann natürlich auch und schnelle Parts. Da dürfte gerne der erste sein. Die ersten sind natürlich für mich viel besser, weil die ersten Dinge habe ich ja mehr Fokussierung. Ja, das ist das richtige Wort. Weil ich die natürlich auch besser mitbekomme. Später, wenn dann ganz viele mitmachen, bekomme ich die einzelnen Personen selber nicht mehr so mit, oder? Und da habt ihr also als erster bis zu ungefähr 20 Leute natürlich die besten Chance, einer der Top-Mitmacher zu sein. Und sind wir hier? Nein, schwarzer Käfer müssen wir noch holen. Farmen. Ah, dort müssen wir interagieren. Gut. Also jetzt müssen wir hier oben agieren, dann runtergehen. Komm schon. Ah, unten müssen wir drücken. So. Müssen wir noch nichts. Zuerst reden. Oh, Mann. Also zuerst reden. Dort vorne. Ich habe die Quest nicht mehr so in Erinnerung. Und weil ich ja eben nicht mehr so Bock habe zu reden. Das habe ich ja alles in den ersten Parts gemacht. Ja, überspringe ich das halt zuerst. Also ja, mit dem zweiten, dritten Charakter. Im dritten Charakter ist es ja jetzt. Mit dem Jäger habe ich ja noch euch das alles vorgelesen, aber ist recht langweilig gewesen und manchmal auch lustig. Mit dem Barbar habe ich das übersprungen, aber auch später dann gezeigt. Und ja, für mich ist ein bisschen Motivation draußen so viel zu reden. Das mache ich schon genug bei Grimdawn. Und
ja, möchte ich das jetzt hier mit diesem Charakter machen? Das können wir dann mit einem anderen Charakter dann nochmals nachholen. Und ja, schauen wir mal. So, also hier haben wir die Käfer. Schwarze Käfer. Ja. Dann. Komm. Gut. Schwarze Käfer killen. Wir haben ihn schon. Okay. Und ein Level Up. So, dann gehen wir ja wieder aufs Pferd, sobald es geht. Ach komm. Nehmen wir das Warten, das regt mich auf. Das regt mich viel zu viel auf. So, jetzt. Also, jetzt müssen wir zurück. Die Quest abgeben. Zwei Quests abgeben, gut. Süßquests. Süßquests plus. Danke, wohin? Nein. Wohin? Nein. Gute Antwort. Okay. So, jetzt haben wir hier noch zum Abgeben. So. Dann da vorne zwei. Eine Quest zum Annehmen. Da abgeben wieder. Nochmals Quest annehmen. Jetzt mit dem Erdzügeln. Gut, jetzt kommt sie nämlich. Mit einem schönen Ton. Das hat sowas von einem richtigen Ton. So Eisenerzhügel machen wirklich diesen Ton im Real Life. Ja. So, mein Mikro ist ein bisschen verschoben worden. Ich bin ein bisschen dran gekommen. Zuerst machen wir aber diese. Das sehen wir so gut im Hintergrund. Jetzt müssen wir wahrscheinlich zuerst unten. Oder müssen wir zu oben drücken? Ja, oben zuerst, dann unten. Gut. So. Jetzt müssen wir wieder zurück zum Ofen. Ja, und hier. Und dann haben wir hier noch eine Quest. Okay. Gut. Hier haben wir auch eine Quest. Zum Beenden. Hier haben wir eine Quest zum Beenden. So. Und den nächsten Part machen wir dann Schützen. Das war ein bisschen zu laut hier in der Stadt. So. Mit Zeref reden, okay. Und das ist dort. So. Und doch nicht noch hier drin reden. Das können wir von hier. Goblin-Lager, okay. Sonst. Müssen wir hierauf. Ja. Aber was müssen wir dort machen? Geht in Richtung Aussichtspunkte und vier Käferbeine von riesiger schwarzer Käfer holen. Gut. Ich liebe Grinding-Aufträge. Oh. Nein, ich liebe sie nicht. Aber scheinbar lieben es die Entwickler als einzige. Sonst hätten sie mehr Erfolg von dem Spiel bekommen, wenn es keine Grinding-Aufträge gäbe. Aber scheinbar wollten sie die Grind-Aufträge machen, weil sie keinen Bock hatten, gute Quests zu machen. Hm. Also sind gelb, lassen wir die noch. Müssen halt nochmal, also noch ein bisschen an Gegnern leveln, nicht an Quests. Weil sonst, ja, können wir sie nicht so gut besiegen. Gut. Scheinbar geht die Uhr hier oben nicht.
Hätte ich gerne genommen, um zu sehen, wie lange ich aufnehmen muss. Aber sorry, wenn heute ein bisschen kürzer ist oder ein bisschen länger ist, weil ja, ich habe mir nicht gemerkt, wann ich aufgenommen gestartet habe, die Aufnahme. Und was jetzt für Zeit ist, habe ich auch nicht gemerkt. Tja, das passiert halt, wenn man levelt und dann keinen Bock hat, den Timer zu stellen. So. Die sind aber noch rot. Dann wieder zurückgehen. Ach Mist. Ja, wir leben jetzt hier ein bisschen bei den verwesenden Skeletten. Die sind gleich blau, gleichlevelig. Was? Huso? Okay. An wen hast du das gerichtet, Xerif? Oder heißt das etwas anderes? Scheinbar war er ein bisschen tot oder so. Und dann hat Huso geschrieben. Scheinbar. Ja, mich kümmert es nicht. Und euch wahrscheinlich auch nicht. So. Geht sehr gut. Die macht viel Schaden an uns. Eins schaffen wir noch, komm. Ja, okay, wir ruhen aus, bis der Skill wieder geladen ist. Noch ein bisschen mehr. Wegen der Lebensenergie. So, jetzt. Nein, nicht ein altes Skelett. Ein verwesendes Skelett. Komm. Ja, nicht genug Mana. Regst mich auf. Das sieht man immer so schlecht oben. Sollte irgendwo in der Mitte sein, bisschen oben dran hier, aber nicht so weit oben. So, also. Dann gehen wir noch kurz ins Dorf. Ja, bleiben wir hier. Aber holen noch das Gestein und dann im nächsten Part sind wir hoffentlich dann Level 10, können Schütze werden. Und im Anfangspart werde ich noch das Level 53 zeigen von Baba. Jo, also. Sorry, wenn der Part ein bisschen zu kurz ist. Aber nächste Parts werden wieder länger. Tschüssi, Leute.